Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Seekers of Grindea. Ja, die Hauptquest, die haben wir durch, bleiben noch ein paar Nebenquests. Und da haben wir zum Beispiel die Nebenquest, dass wir das komische Hühnchen noch finden müssen. Beziehungsweise das Küken, welches abgehauen ist. So geht's ja nicht. Einfach verschwinden. Habe ich mir überlegt, wie geht das? Habe ich mir Hilfe geholt im Internet? Kommst du her? Und nur um herauszufinden, wie denn diese Quest zu lösen ist. Und hier muss irgendwo ein Stein sein, ein lockerer oder ein Riss in der Wand. Irgendwo hier in der Nähe. Ist nur die Frage, wo? Ach da! Mein Gott. Ernsthaft. Da ist es doch. Ich habe die ganze Zeit nach einem Küken geguckt. Aber das ist ja ein richtiges, ausgewachsenes Huhn. Und so geht's. Indem man das Schwein da einfach vor diese Wand rennen lässt. Naja. Los, beweg dich. Einfach so abzuhauen. Nur verrückt. Back, 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 back. Geh die Treppen hoch. Back, 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 back. Ja, genau da rein. Nee, 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 nee. So haben wir nicht gewettet. So. Thank you so much for bringing her home. I'm really envious of you being able to help people at any time. Sehr schön. Ja, dann haben wir das auch. Living on a farm sucks. I wish I could go on adventures like you collectors. Tja. Ist halt nicht für jeden. Das war die letzte Quest. Wir haben es geschafft. Also wenn es jetzt keine Nebenquests mehr gibt, außer natürlich noch die ganzen Maps und die Angelspiele, die wir noch machen können. Da weiß ich immer noch nicht, wie wir an diesen komischen Händler, wie wir den zufriedenstellen. Und hier diese Quest, die Hauptquest, die scheint noch nicht zu Ende sein, zu sein. Aber das kann nur ein Fehler sein, weil da sind wir ja definitiv durch. Wie gesagt, wir könnten jetzt noch ein paar Maps machen. Da haben wir die hier, diese verschlüsselte, die ich nicht verstehe. Wir kaufen am besten noch eine Map bei dem. Und wir können Fische angeln für den Angler, für den Fischer. Ist nur die Frage, welche Fische er braucht. Und wie viele davon? Weil er sagt ja immer wieder das Gleiche. Ich habe keine Fische, komm später wieder. Ja. Egal, kaufen wir noch eine Map. Kaufen wir die Map Nummer 3. Die schauen wir uns direkt an. Aha, ein Haus, drei Bäume, ein X. Welches Haus könnte das sein? Ich habe eine Idee. Das könnte das Haus sein, welches hier unten im Süden ist. Dabei fällt mir ein, da haben wir noch den Baumstumpf, den wir mit 20 Karotten füttern müssen. Der ist ja auch noch da unten. Ja, dieses Haus könnte das sein. So, die Frage, wie kommen wir da hoch? Ach so. Ja, hier ist es doch, das X. Das war easy. Was haben wir gefunden? Eine Small Clock. Also wieder was für unsere Wohnung, für unser Haus. Es ist definitiv so, dass man irgendwann ein eigenes Haus bekommt, was man dann auch ausstatten kann mit Ausrüstungsgegenständen. Ja, hat ein bisschen was. Ja. Es gehört jetzt nicht zu irgendeiner Haupt- oder Nebenquest, sondern ist einfach nur dafür da, damit man angeben kann vor seinen Freunden und sagen kann, hey, guck mal, mein Haus, mein Auto, meine Yacht. Nur in dem Fall halt nur mein Haus. Und da haben wir jetzt endlich wieder eine Small Clock bekommen. An old clock that just would just smashing on the table in your home. If you have one. Genau, und das haben wir noch nicht. Und des Weiteren haben wir ja noch, genau, hier diese Laterne und dann hat man noch irgendwas, einen Kaktus, oder? Also Kaktus, Laterne und eine Uhr haben wir schon mal. Also das ist schon mal ein guter Anfang für unser Häuschen. Gut, wo war denn nochmal der Baumstumpf, der mit mir geredet hat? Dann kommt erstmal wieder hier dieses dumme Schwein. Passt ja sogar. Dummes Schwein. Sag mal. Aber die hackt's wohl. So. Guck mal, wie viele Karotten wir dabei haben. 15. Dann muss ich wohl noch ein paar Häschen kaputt machen. Die mir immer wieder ausweichen. Ja, jetzt schmeißen sie natürlich keine Karotten, das war klar. Immer wenn ich Karotten brauche, dann schmeißen sie sowas nicht. Doch, da ist so einer. Sehr schön. Gut, dass die schnell respawnen. Und hier haben wir noch einen. Dann brauchen wir jetzt noch drei, richtig? Schauen wir hier. Richtung Wald. Große Ladezeit. Gehen wir da zurück.
Lebensenergie, auch gut. Ich brauche aber Karotten. Wo ist der denn hingefitscht? Dann brauchen wir jetzt noch zwei, richtig? Bin mal gespannt, was dann passiert. Hat natürlich mal wieder keine gedroppt, das war klar. So. Einmal hier hinlaufen, in der Hoffnung, dass sie wieder respawnen, wenn ich jetzt zurückkomme. Das machen sie eigentlich in aller Regelmäßigkeit. Ja, bitteschön, geht doch. Na, Hoppelhase, bleib hier. Ich will mal hoffen, dass sich dieser Aufwand aber auch lohnt, den wir hier betreiben. Ja, vielleicht noch ein paar Wildschweine mehr. Mhm, ja, ja. Macht ihr mal. Sag mal. Übrigens, habe ich mich auch schlau gemacht. Es gibt keine Heiltränke in dem Spiel. Noch nicht. Jetzt in dieser Beta-Version noch nicht integriert. Aber um seine Energie aufzufüllen, reicht es, wenn man zurück in die Stadt kehrt. Bringt natürlich einem, während man gegen einen Boss kämpft, gar nichts. Aber na gut, wir haben es ja auch so geschafft. Von daher. So, jetzt hier mal 20 Karotten reinhauen. Oh. Ja, machen wir. Und du? Weißer Hase. Halt, stopp. Dann nehmen wir dann unsere goldene Karotte. Den kann ich doch bestimmt zähmen, oder? Wo ist denn nur die goldene Karotte? Haben wir die überhaupt noch? Oder haben wir die abgegeben? Ah, goldene Karotte zum Zähmen. Goldene Karotte. Goldene Karotte? Das ist eine Wurzel. Kann doch nicht sein. Eine Karotte. Gut, ich brauche aber die goldene Karotte. Genau wie den goldenen Apfel, den wir hatten für die Slimes. Ja, ne? Für die Slimes war das. Ich will den doch jetzt... So, hier Bild haben wir übrigens auch noch für unser Haus. Mhm. Ich will den doch jetzt nicht kaputt hauen. Ich will den doch zähmen und dann auf den Bauernhof schicken. Oder vielleicht als neuen Begleiter dabei haben. Wobei ich immer noch nicht weiß, was die Begleiter machen. Die rennen einfach nur die ganze Zeit mit uns rum und machen nichts. Ja, so wie es aussieht, habe ich die goldene Karotte nicht mehr. Tja, schade. Jetzt muss ich ja gegen den weißen Hasen kämpfen, oder was? Elder Rabbit. Okay. Wah! Was ist denn mit dem? Der die Tollwut, oder was? Karottenschwert haben wir bekommen. Das macht aber weniger Angriff. Weniger Attack. Hier können wir ja noch nicht runter, stimmt ja. Schauen wir uns trotzdem mal an, das Karottenschwert, oder? So, One-Hand-Weapon. Wo ist es denn? Hier, das Karottenschwert. Und zwar minus 10% Angriff. Im Gegensatz zu unserem Honigbienen-Stachelschwert. Aber hat einen Special-Effekt. Was denn? A giant carrot, which surprisingly has a very nice swing at it, to it. Komm, probieren wir das mal aus. Hm. Einfach nur weniger Schaden. Macht einfach nur weniger Schaden. Können wir auch wieder das andere Schwert benutzen. So. Ja, was gibt's wohl noch zu tun hier in Grindea? Waren wir hier oben schon? Da waren wir schon, oder? Hier hatten wir einen Fall gegen geschossen, damit hier das aufgeht. Was wir da geholt haben, weiß ich nicht mehr. Hier kommen wir nicht drüber. Das ist so gewollt von den Entwicklern. Genau wie die eine Truhe, die links am Tempel lag oder immer noch liegt. Könnt ihr euch sicherlich dran erinnern. Die ist auch noch nicht zu erreichen.
könnten jetzt hier natürlich nochmal eine Runde Robin Hood spielen. Sind die doof, die Wildschweine. So. Ja, 50 Gold. Stimmt, das war richtig teuer. Kein Problem. So, muss ich meinen Bogen auch ausrüsten, oder wie war das? Wie war denn das nochmal? Ach so, ja, natürlich. Hatte ja oben hier den Shortcut liegen auf 4. Ach, schon wieder vergessen. Ist so, wenn man die Waffe nie benutzt. Also die Grünen hier sind natürlich recht easy. Ah, ich habe die Biene erwischt. Und schon eine neue Highscore. Immerhin. Ah, Mist. 5.225. Das ist nicht schlecht. Also, meine neue Highscore, liebe Zuschauer, 5.225. So, das ist die neue Highscore, die es zu schlagen gilt. Vielleicht gucken wir nochmal kurz in den Wald rein. Vielleicht hat sie da irgendwas Neues aufgetan. Wenn uns die Schweinchen hier mal in Ruhe lassen. Lalala. Da, 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 da. Noch ein paar Häschen. Ich gehe. So. Hatten die gerade meinen Slime angegriffen? Ich werde ja nicht mehr. Bei der Hexe hatten wir, glaube ich, alles erledigt, oder? Das war's schon. Du hältst aber nicht viel aus. Gehen wir bei der Hexe nochmal gucken. Können wir irgendwas machen am Brunnen? Nee. My, that pet you've got there is sure puga, poor sugar, sure puga. Poor sugar. But a tough kid like you, shouldn't you keep something with more bite? The creatures around here try to steal my candy canes all the time. Since you're such a sweetheart, I'll give you one of the on the house. Try giving it to a jumpkin. Okay. Können wir uns ein neues Haustier anlachen? Guck mal einer an. Gibt doch noch was zu tun hier. Wie benutzen wir den denn nochmal? Use item. Dann müssen wir erstmal in die Nähe von einem dieser Jumpkins gehen. Und dann das Ding benutzen. Ja, das meinst du doch, oder? Gehen wir da mal hin. Dann benutzen wir das Ding. Ja, das ist blöd. Das ist jetzt natürlich genau in dem Moment, wo die scheiß Pflanze da wieder kommt. Boah, ich hasse die. Ernsthaft. Sollen die Entwickler rausnehmen. Das Mistvieh. Probieren wir das nochmal. Mist! Mann! Viel zu schwer. Das will er jetzt nicht mehr. Ist okay. Du hast ja noch genug Kumpels hier. Wo ist es denn jetzt da? Komm her! Müssen wir erstmal wieder ein bisschen näher dran gehen. Jetzt hat er mich entdeckt. Oh, komm schon. Seid ihr denn des Wahnsinns? Das ist wohl ein bisschen viel. Meint ihr nicht auch, lieber Entwickler? Kann ich dich auch zähmen? Ne, wahrscheinlich nicht. Dann mach ich dich kaputt. So, gut. Einen Versuch mache ich noch, diesen Jumpkin zu zähmen. Wenn das nicht klappt, dann war's das mit dem Story-Mode von Secret of Grandeur. Und beim nächsten Mal schauen wir uns dann den Arcade-Mode an. Boah. Denn da gibt's auch noch einiges zu entdecken, habe ich mir sagen lassen. Aber jetzt wirklich letzter Versuch. Nee, komm, das ist mir einfach zu viel. Das kann ich nicht.
Gut, würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen Cut. Das war's mit dem Story-Mode von Secrets of Grindea. Mir hat's auf jeden Fall Spaß gemacht und ich kann die Vollversion gar nicht abwarten. Die Vollversion soll so ungefähr 30 Stunden Spielzeit haben, versprechen die Entwickler. Jetzt haben wir knapp, ja, ich denke mal so 5 Stunden gebraucht für die für die Beta-Version. Da sagten die Entwickler, dass man 8 Stunden braucht, wir haben 5 gebraucht. Also wenn man so 20, 25 Stunden Spielzeit in der Vollversion hat, dann denke ich mal, ist das Ganze in Ordnung. Mir hat Spaß gemacht, super Spiel, ich kann es gar nicht erwarten. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder und dann spielen wir den Arcade-Mode. Bis dann, bye bye.